Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir mit dabei seid. Wie versprochen gibt es heute meine Jahresfavoriten. Ich habe ja gesagt, ich verzichte auf die Dezemberfavoriten und zeige euch dann die Favoriten, die ich so das ganze Jahr über hatte. Und ich zeige euch damit sozusagen die Produkte, die so im Jahr 2015 einfach die besten für mich waren und die ich auch am meisten benutzt habe und die ich am meisten geliebt habe. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es ein ziemlich langes Video wird. Ich habe hier einige Produkte rausgesucht, die ich euch gerne zeigen würde. Und ich denke, das wird jetzt schon ein bisschen dauern. Also nehmt euch irgendwas zu trinken oder zu essen und dann lege ich auch schon direkt los mit Foundation. Ich habe mir nämlich drei Foundations rausgesucht, die ich euch gerne zeigen würde und die ich so dieses Jahr am meisten benutzt habe. Als erstes habe ich hier von Makeup Forever die HD Foundation und ich habe die in der Farbe N125. Die ist mir momentan viel zu dunkel und ich habe sie überwiegend im Sommer benutzt, als ich noch ein bisschen gebräunte Haut hatte, aber mittlerweile geht das gar nicht mehr. Ich kann die momentan nicht tragen, aber ich finde, das ist echt eine super Foundation. Wer sie kennt, weiß ja, dass sie extra dafür entwickelt wurde, um vor der Kamera gut auszusehen und mittlerweile wurde sie aber auch ersetzt durch die Ultra HD. Also das hier ist jetzt nur HD und die neue heißt Ultra HD. Die habe ich noch nicht getestet, werde ich mir aber auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich nochmal im Sephora bin. Und die zweite Foundation, die ich noch habe, ist von L'Oreal, die Indefectible 24 Hour Matte Foundation. Und ich habe ja bis jetzt nur Gutes darüber gesagt und ich kann auch gar nichts Schlechtes darüber sagen, weil mir gar nichts Schlechtes darüber einfällt. Also es ist wirklich die perfekte Foundation und im Jahr 2015 war das auch wirklich die, die ich am allermeisten getragen habe und gerade auch zur Sommerzeit, weil die einen immer matt hält, also das Gesicht bleibt immer matt und gerade bei mir habe ich halt auch oft das Problem, dass meine Haut mehr in die ölige Richtung geht und dann nach ein paar Stunden sich das Ganze absetzt und etwas ölig wird und mit der Foundation habe ich das nicht. Und die letzte Foundation, die ich noch habe, ist von Urban Decay, die Naked Skin Foundation. Und was ich an der so mag, ist, dass sie richtig leicht auf der Haut ist und sozusagen kaum spürbar. Also wie der Name eigentlich schon sagt, Naked Skin. Es fühlt sich wirklich wie nackte Haut an und man denkt gar nicht, dass man Foundation drauf hat. Und daher finde ich die wirklich super. Und vor allem hat sie trotzdem noch sehr gute Deckkraft. Also es ist keine leichte Deckkraft. Meiner Meinung nach ist das eher so mittlere Deckkraft. Und ich finde das echt super toll. Ich springe dann von der Foundation auch direkt zu dem passenden Concealer. Das sind die Naked Skin Concealer. Also die haben denselben Namen wie die Foundation und kommen auch aus derselben Reihe. Ich habe die Farben Light Warm und Light Neutral. Der eine ist eher so gelbstichig und mehr zum Highlighten gedacht. Und der andere ist dann so mit einem neutralen Unterton. Und ich finde, der ist immer perfekt für die Augenringe abzudecken. Dafür benutze ich den immer ziemlich gerne. Was so super an denen ist, ist eigentlich dasselbe wie bei der Foundation. Sie sind ziemlich leicht auf der Haut und man spürt sie kaum und trotzdem haben sie eine super tolle Deckkraft, also was will man mehr und sie creasen auch nicht. Und daher sind das hier auch meiner Meinung nach die besten Concealer von 2015 und ich werde sie mir auf jeden Fall noch einige Male nachkaufen. Ich habe gerade gemerkt, dass meine Wimper hier vorne ein bisschen abgegangen ist. Das ist natürlich total peinlich und ich klebe die jetzt mal noch richtig dran. Und ich hoffe, es ist keinem aufgefallen. Ich mache dann einfach direkt weiter mit dem nächsten Teil, was ich hier schon in der Hand habe. Und zwar ist das die Tarte Lette Palette von Tarte. Die habe ich irgendwann Anfang 2015 mal bei Kleiderkreisel bekommen. Und die war noch neu und total unbenutzt. Und darüber habe ich mich natürlich total gefreut. Mittlerweile ist sie schon, ja, stark benutzt, kann man sagen. Hier in dem Schwarz ist mir sogar was abgebrochen, weil die Palette mir mal runtergefallen ist. Das ist immer total ärgerlich, aber da kann man nichts machen. Von den Farben her sind auf jeden Fall sehr viele schöne neutrale Töne drin, aber auch was Dunkles, was man immer gut gebrauchen kann. Und alle Farben sind matt. Also hier ist kein einziger Ton drin, der schimmert. Und von der Qualität und Pigmentierung her einfach mega. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Richtig toll und einfach, man merkt, dass da eine super Qualität dahinter steckt und wer die Möglichkeit hat, an diese Palette ranzukommen, sollte das auch auf jeden Fall tun. Ich glaube, ich bleibe direkt bei Lidschattenpaletten. Ihr wisst ja, ich liebe Lidschattenpaletten und ich weiß auch gar nicht genau, wie viele ich habe, aber es sind ziemlich viele. Und ich habe ja 2015 sehr von dieser Palette hier geschwärmt. Das ist eine Palette von Makeup Revolution und die nennt sich Neutrals vs. Neutrals Palette. Das ist ein komischer Name, aber ich schreibe ihn euch gerne
hier oder in der Infobox irgendwo hin. Ich habe diese Palette jetzt einfach mal stellvertretend für alle Make-up Revolution Paletten geholt, weil ich habe ja schon oft gesagt, ich liebe Make-up Revolution und ich liebe alle Lidschattenpaletten, vor allem die, die diese Verpackung hier haben und die so aufgebaut sind. Ich finde, das sind wirklich die besten, auch von der Pigmentierung her und natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ich glaube, zu den Farben brauche ich ja nicht mehr viel zu sagen. Die erklären sich von selbst. Vor allem hier diese schönen Rot- und Brauntöne. Das ist ja so das, was ich über alles liebe. Insgesamt bekommt ihr hier 16 tolle Farben und davon sind 7 matt und der Rest ist schimmernd, falls ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, hier Swatches einzublenden. Da werdet ihr schon sehen, wie die Pigmentierung ist und einfach die Qualität von den Lidschatten. Ich bin wirklich mega überzeugt und sobald Make-up Revolution noch mehr neue Paletten rausbringt, werde ich die sowieso wieder kaufen. Und ja, große Empfehlung von mir. Ich habe jetzt hier noch 2 weitere Lidschattenpaletten. Ich habe wirklich versucht, mich nur auf ein paar zu begrenzen. Natürlich habe ich noch viel, viel mehr, die ich euch auch gerne zeigen würde, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist die nächste von Morphe Brushes. Und wer Morphe Brushes noch nicht kennt, geht auf jeden Fall mal auf die Webseite. Ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Ihr verpasst echt etwas, wenn ihr die Produkte noch nie gesehen oder getestet habt. Auf jeden Fall war ja letztes Jahr ganz berühmt diese Free 5-0 Palette. Und ja, wie ihr sehen könnt, die ist überwiegend mit Brauntönen ausgestattet. Auf den ersten Blick würde man vielleicht auch sagen, hier sind doch viele Farben total gleich und das ist doch alles dasselbe. Aber wenn man sich die genauer anschaut, dann sieht man, dass das nicht so ist. Und ich finde, hier hat man wirklich die perfekte Auswahl an braunen und neutralen Tönen zusammen in einer Palette. Ich finde, man kann hiermit überhaupt nichts falsch machen. Das einzige Problem ist nur, dass sie ständig ausverkauft ist. Die wurde ja jetzt schon ein paar Mal nachgestockt und ist immer ruckzuck ausverkauft, weil sie wirklich so wahnsinnig beliebt ist. Und von der Pigmentierung her und von der Qualität der Lidschatten würde ich sagen, dass sie so Marken wie MAC und Make-Up Geek wirklich sehr, sehr nahe kommen und einfach wahnsinnig gut pigmentiert sind. Und mein Lieblingston ist der hier. Der hat wirklich eine ultra krasse Pigmentierung. Das ist irgendwie so ein bisschen foiled-mäßig, also wie diese Make-Up Geek Foiled Eyeshadows. Daran erinnert mich das. Und ich weiß nicht, ob man das hier jetzt so toll erkennen kann, aber das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist nur ein einziger Streifen. Also ich gehe nur einmal da rein und zack. Also einfach Wahnsinn. Und teilweise fühlen sich die Farben auch wirklich an wie Butter. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Und ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich würde mir auf jeden Fall mal diese Palette von Morphe Brushes anschauen. Und die nächste Palette, die ich habe, ist auch von Morphe Brushes. Die habe ich als allererstes gehabt, also bevor ich die da hatte, habe ich mir die hier geholt. Und das ist eine ganz besondere Palette, weil das ist nämlich die, die Jaclyn Hill mit Morphe zusammen kreiert, zusammengestellt hat. Die kam so ziemlich genau vor einem Jahr raus. Also ich kann mich erinnern, dass ich an Silvesternacht die ganze Zeit an meinem Handy saß und gewartet habe, bis die endlich rauskommt, weil es hieß 1.1.2015 und dann war auch die Seite total lahmgelegt. Also es war echt richtig krass. Alle, die jetzt auch diese Palette geholt haben, wissen ja, wie das war. So sieht die Palette jetzt aus. Die ist ein bisschen anders als die andere. Man merkt, hier sind auch einige knalligere Farben dabei, wie dieses Grün hier zum Beispiel oder dieses knallige Pink und Lila. Also sie hat da schon ein bisschen mehr mit Farben gespielt, aber trotzdem sehr viele neutrale Töne mit reingemacht. Ich kann mich erinnern, ich habe diese Palette eine Zeit lang wirklich sehr oft benutzt und irgendwann mir dann gedacht, ich höre lieber auf, sie so oft zu benutzen, weil ich Angst habe, dass irgendwann mal hier ein Hit the Pan, so nennt man das ja, wenn man irgendwie das Fändchen erreicht bei einem Produkt und ich kann sowas gar nicht leiden. Ich finde, das ruiniert eine Palette sofort und ja, deswegen versuche ich sie ein bisschen weniger zu benutzen, aber ich liebe sie wirklich total. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was von MAC und zwar finde ich, hat MAC 2015 richtig geile LEs rausgebracht, vor allem von der Verpackung her. Und da habe ich mir jetzt mal hier die 2 Sachen rausgeholt. Einmal ist das ein Bronzer aus der Wash and Dry LE und das andere ist der Highlighter aus der Magic of the Night LE, so hieß sie. Die ist ja noch gar nicht so lange her
Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit dem Bronzer hier an. Mir gefällt auf jeden Fall, dass es kein warmer Ton ist. Also es hat eher so einen kühlen Unterton und daher kann man das auch ganz gut zum Konturieren benutzen. Gerade für so Leute, die so helle Haut haben wie ich, ist das immer ganz gut geeignet. Und der hat noch so ein bisschen Glow mit drin. Also er ist nicht matt, das muss man dann auch noch mit dazu bedenken. Ist natürlich nicht mehr erhältlich, weil es eine LE war und schon lange ausverkauft. Daher tut es mir leid, dass ich den jetzt hier zeige, aber ich finde den einfach so wunderschön und ich benutze den auch ziemlich oft. Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass er demnächst mal leer geht oder mal irgendwie das Fähnchen erreicht wird. Ansonsten hatte ich aus der LE noch den Highlighter. Also ich sage jetzt mal Highlighter, weil ich finde, das ist nicht unbedingt ein Highlighter, sondern eher ein Blush. Das war ja dieser... Moment, ich zeige es euch am besten. So sieht der aus. Das ist die Farbe Freshen Up und das ist ein Highlight Powder, so wie es jetzt hier steht. Ich habe den auch in der Verpackung jetzt momentan wieder drin, weil ich den gar nicht mehr benutze. Ich bin nicht so 100% davon überzeugt, beziehungsweise für mich ist es einfach kein Highlighter und auch kein so besonderer Blush. Also ich habe ihn immer als Blush benutzt, aber so besonders ist der nicht und passt meinem Hautton auch ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen ist der jetzt bei mir in der Verpackung und sieht einfach schön aus. Als nächstes habe ich dann hier Oh Darling aus der Magic of the Night LE. Da waren ja auch sehr viele hinterher und der war ruckzuck ausverkauft. Das ging richtig, richtig schnell. Im Prinzip ist das einfach nur ein goldfarbener Highlighter. Ich finde den von der Farbe her wirklich super und mag den richtig, richtig gerne und benutze den auch ziemlich oft. Und ja, jeder, der ihn hat, kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen, weil das ist ein super toller Highlighter. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, welchen Primer ich ziemlich viel benutzt habe und auch schon einmal leer gemacht habe. Und zwar ist das von The Body Shop, dieser Tea Tree Pore Minimizer. Ich bin ja wirklich super überzeugt von diesem Primer und werde ihn mir auch jedes Mal wieder nachkaufen. Ich habe aber momentan hier noch relativ viel drin, weil ich ja von Nivea Man dieses Aftershave Balsam jetzt in letzter Zeit jeden Tag benutze, um diesen Primer mal zu testen. Ich hatte mich damals durch Instagram anfixen lassen, bei irgendwem hatte ich diesen Primer gesehen und da stand, dass dieses Mädchen super zufrieden damit war und deswegen wollte ich das auch einfach mal austesten und ich kann mir vorstellen, dass es von Hauttyp zu Hauttyp anders ist. Also es kann sein, dass irgendwem dieser Primer vielleicht nicht gut gefällt und auch nichts für ihn macht in dem Sinne. Aber für mich ist der wirklich perfekt und ich finde, der lässt die Poren wirklich so ein bisschen kleiner aussehen und minimiert sie, also so wie es hier auch steht. Und ja, also ich finde den wirklich super und ich werde den auf jeden Fall demnächst nochmal weiter benutzen, wenn ich mein Nivea Man Dingsbums da mal ausgiebig getestet habe. Das nächste Produkt ist von NYX, diese Conceal Correct in Contour Palette. Und ich habe meine noch lange bevor es sie bei Douglas gab gekauft. Ich hatte die auf irgendeiner amerikanischen Seite bestellt und habe auch schon diese Farben hier alle, also bis auf diesen Braunton habe ich schon fast alle leer gemacht. Die sehen schon sehr mitgenommen aus, wie man hier erkennen kann. Und ich liebe diese Concealer-Palette. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Schlechtes darüber höre. Also ich sehe in ganz vielen Videos, die wären nicht so gut und die wären total austrocknend. Ganz viele Leute sagen einfach, dass sie nicht zufrieden damit sind. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin mega zufrieden und finde die total Bombe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die von MAC ist, weil das hier ist ja ein ziemlich gutes Dupe zu der Concealer-Palette von MAC. Ich war schon immer zu geizig, für die zu kaufen, weil die irgendwie 45 Euro oder so kostet und die hier kostet knapp 11 Euro und da ich mit der hier schon so zufrieden war, habe ich einfach keinen Grund, mir die von MAC zu holen. Von der Konsistenz her sind sie sehr cremig und butterig und ja, es kann natürlich sein, wenn man sehr trockene Haut hat und vor allem auch unter den Augen sehr trockene Haut hat, dass das dann nicht für euch funktioniert. Dann kann es sein, dass es sehr austrocknend wirkt und sich auch in die Fältchen setzt, aber bei mir passiert das nicht, vor allem weil ich auch immer mit Feuchtigkeitspflege noch arbeite, bevor ich Concealer auftrage. Daher, also für mich wirklich absolut super Concealer-Palette und ich werde sie mir auf jeden Fall demnächst auch nachkaufen, wenn ich dann endgültig hier fertig bin. Wir kommen dann jetzt noch zum letzten Produkt und natürlich habe ich mir das Beste für den Schluss aufgehoben. Ich habe jetzt hier von Becca einen Highlighter und zwar ist das nicht nur irgendein Highlighter, sondern das ist Champagne Pop und das müsste ja eigentlich auch jeder kennen, der sich so ein bisschen in der Beauty-YouTube-Welt auskennt. Den hat ja auch Jaclyn Hill, also ich habe schon wieder etwas von Jaclyn Hill
mit Bäcker zusammen gemacht. Und ich finde, es ist wirklich ein super toller Highlighter daraus entstanden. Von der Farbe her ist er schon sehr stark peachig, also das ist so eine Mischung aus Champagner und Peach, und wenn man sich den so anguckt, sieht der schon sehr dunkel und peachig aus. Und viele sagen auch, er wäre gar nicht für alle Hauttypen geeignet, so wie es von Anfang an gesagt wurde. Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Bei meiner sehr, sehr hellen Haut sieht er trotzdem total super aus. Ich finde, die haben damit wirklich einen klasse Job gemacht. Es war allerdings etwas schwer, da dran zu kommen. Den konnte man ja nur über Sephora.com bestellen. Und bei Sephora kann man ja auch nur bestellen, wenn man eine Kreditkarte hat. Und das ist alles immer so ein bisschen aufwendig und kompliziert. Und ich habe aber durch die Facebook-Make-up-Gruppe, in der ich bin, jemanden kennengelernt, der dann für mich, beziehungsweise nicht der, es war eine sie, sie hat dann für mich mitbestellt. Ich war sehr glücklich darüber, dass sie das gemacht hat und war dann sehr froh, als das bei mir eingetroffen ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe diesen Highlighter, und genau wie bei den anderen Sachen, die LE sind oder die von Jaclyn Hill sind, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich sie nicht zu viel benutze, weil ich es, glaube ich, nicht ertragen würde, wenn ich sie irgendwann nicht mehr hätte. Und das sind ja auch alles Sachen, die sind limitiert und nicht für immer verfügbar. Also für mich ist dieser Highlighter wirklich ein absolutes Highlight vom Jahr 2015. Daher musste er auf jeden Fall in dieses Video mit rein. So, das waren dann alle Produkte, die ich euch zeigen wollte. Ich finde, ich bin jetzt irgendwie sehr schnell an allem vorbeigehuscht und habe versucht, alles schnell abzuarbeiten. Das war jetzt nicht unbedingt meine Intention. Also ich wollte schon alles Wichtige über die einzelnen Sachen sagen, aber auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass das Video mega lang wird, weil ich finde das auch immer so ein bisschen blöd. Ich hoffe, euch haben meine Jahresfavoriten gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Jahresfavoriten sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!